Panzer, Panzer, Panzer. Seid ihr auch genervt von diesen Debatten? Marderpanzer werden jetzt geliefert an die Ukraine. Leopard wahrscheinlich bald auch. Die ersten fordern jetzt schon Kampfjets. Was kommt als nächstes? Kriegsschiffe, Raketen. Als ob man so einen Krieg beenden würde. Und haben wir eigentlich überhaupt keine anderen Probleme? Mein Gott, wir haben eine enorme Explosion der Energiekosten. Und bei den Lebensmitteln. Ganz viele Menschen kriegen ja einen Schock nach dem anderen, wenn sie in den Supermarkt gehen. Hier fällt auf, dass die Preise für den Grundbedarf besonders stark gestiegen sind. Der Liter Sonnenblumenöl kostete im März 2022 1,79 Euro. Der Preis jetzt 2,69 Euro, ein Anstieg um 50%. Käseaufschnitt war vor einem Dreivierteljahr noch für 1,49 Euro zu haben. Jetzt zahlt man für das gleiche Produkt 2,49 Euro, 67% mehr. Hackfleisch ist 74% teurer geworden. Und der Preis für das Kilo Zucker ist von 79 Cent auf 1,49 Euro gestiegen. Das sind 89% mehr. Ja, genau. 60-70% Steigerungen. Ja, und wie sieht's eigentlich beim Wohnen aus und bei den Mieten? Die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt wird immer dramatischer. Davor warnt der Deutsche Mieterbund gemeinsam mit anderen Verbänden. Das Bündnis Soziales Wohnen fordert angesichts fehlender Wohnungen ein milliardenschweres Sondervermögen. Denn die Regierung bleibt weit hinter ihrem Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr zurück. Aktuelle Berechnungen zeigen, es fehlen 700.000 Wohnungen. Ganz genau. Bräuchte man nicht dafür Geld, um diese Probleme zu lösen? Und verdammt nochmal, in der Ukraine machen wir endlich Druck, dass sie sich zusammensetzen, verhandeln und einen Kompromiss finden, statt immer mehr Waffen in dieses Pulverfass zu schicken.